Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1, genau. Grimdawn. Grimdawn mit Chantal Lafishi. Und. Reingeld. Genau, wir sind gerade erstmal 1000 Kilometer in eine andere Richtung gerannt, weil wir. Wir waren da, also nicht hier. Nicht waren. Genau, wir waren da. Da. Ich hab keine Ahnung, wo wir waren. Jetzt sind wir hier. Doch, hab ich. Hab ich wohl. Okay, ich bleib einfach stehen. Oh Gott, Geister. Wir haben ein bisschen umgeskillt. Haben wir nicht. Nein, umgeskillt nicht. Warum habe ich die Stunjacks wieder draußen? Du hast geskillt, ich nicht. Oh, shit! Ich hab vergessen, dass ich jetzt den Dingens auf 1 habe. Heiltrank? Ja. Sehr gut. Ach ja, stimmt, ich hab geskillt. Ja, ich hab geskillt. Ja, du hast mir was vorgelesen. Ich glaube nicht, dass ich geskillt habe. Okay. Ach, ich hab ein bisschen. Wir haben umgerüstet und ich hab in Physik einmal geskillt. Weil ich jetzt einen besseren Helm und bessere Hosen trage. Helm von mir, der ist übrigens Set-Helm. Also Frauen wieder. Brauchen für andere Hosen und so nur ein H&M oder ein C&A oder ein Primark. Wofür wir noch irgendwelche Schleichwerbung Geld bekommen. Ja klar, vor allem weil wir gerade 4 verschiedene gesagt haben und das dadurch gar keine Schleichwerbung mehr ist. Nur noch Werbung. Ja. Kauft da ein, wir sind famous YouTuber. Wir machen auch bald ein Rap-Album. Und ja, und machen auch bald wieder Schminkvideos. Alter, du solltest dir unbedingt Best of von Debitor angucken, was aktuell sein Kanaltrailer ist. Das ist richtig gut. Wieso? Ja, er hat halt. Du kennst ja Best ofs. Ja. Und eine Szene von dem Best of ist halt einfach, er zockt, ich glaube Battlefield, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Und steht halt in einem Panzer und schießt ein paar Leute ab und sagt so. Alter, dieses Spiel ist richtig gut. Und seine Freundin gibt ihm so 50 Euro. Halt, man sieht sie nicht, man sieht nur so Hand, die ihm 50 Euro gibt. Und dann sagt er, das würde ich mir auf jeden Fall runterladen. Nochmal ein Fuffi. Und dann guckt er nochmal so richtig in die Kamera. Wirklich, das ist das beste Spiel. Nochmal ein Huni. So richtig gut. Ich hab richtig gefeiert. Irgendwie schon 40 oder so? Ja, das ist der alte Sack. Der, die nicht ganz so geile Freundin hat, die jetzt schwanger ist. Und aber ich. Ja, ich hoffe für ihn, dass ich von ihm schwanger ist. Ja, hier ist übrigens noch oh, fuck, ein Bossgegner. Ja, der letzte, ne? Viagra. Viagra? Nice. Viagra? Ich bin fast gestorben, mach mal was. Ja, ich muss wieder einen anderen. Ich muss jetzt, mich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass ich andere Skills hab. Ich hab keinen Heiltrank mehr! Ich muss gerade einen Heiltrank benutzen, Gott. Ja, und deshalb habe ich jetzt keine mehr. Ich bin tot. Ich weiß, ich greife gerade die anderen. Der hat mich die ganze Zeit gestellt mit irgendwelchen Pfeilen. Kurz mal ein bisschen was zu essen ins Maul schieben. Denn er ist ein guter Letzter ist in der Aufnahme. Ich komme wieder nicht über 30.000. Ich habe immer so Summen, über die ich nicht rauskomme. Machst du mir ein Portal? Offen. Jetzt. Okay. 1, 2, 4, 5. Wo bist du? Ja, ich hab doch gesagt. Oh Gott, ich hätte gerade 18 HP. Ich hab doch gesagt, ich bin nicht meins gegangen. Kannst du endlich bitte Schaden machen? Ich prügel ganz auf ihn und nichts passiert. Ah, da ist er doch schon tot. Brauchst nicht weinen. Was Blaues? Gar nichts. Eine Rüstung mit 160 Armor, nice. Dein fucking Ernst. Direkt erstmal reingeknallt, neues Schild, Spektral, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. AFK. Dreckspiel. Hier ist übrigens dein Grab noch. Okay, dann haben wir diesen Bereich auch erkundet, bis auf das da unten. Okay, warte mal, ich muss mal kurz umlegen, die Tasten. Weißt du, was richtig gut ist, dass ich bald komplett in blau gekleidet bin und du ein blaues Item hast oder so? Ja, eins. Was? Ja, eins. Wirklich? Ja. Hast du nicht mehrere? Nein, die Gürtel. Der Gürtel ist blau bei dir? Ja. Okay, ich habe einen blauen Gürtel, ich hatte eine blaue Rüstung, ich habe blaue Schulterplatten. Und einen blauen Helm von dir. Ich habe eine blaue Waffe, ich habe blaue Armschienen, ich finde nur noch blaue Schuhe, blaue Hosen und ein blaues Schild. Blaue Hosen kann ich mir noch geben. Das ist kein Problem, aber mache ich nicht. Weil die sind nicht so gut. Also die sind gut, aber brauche ich nicht unbedingt.
Aber ich kann mit denen Scheiße werfen. Wirklich jetzt, also. Das meine ich ernst. Es gibt wirklich ein Skill, mit dem man Scheiße werfen kann. Ja, ich glaub's dir. Ich hoffe, die Zuschauer auch. Kann ich nicht, die hassen mich doch alle. Ja, Moment mal, hast du dein Portal eigentlich woanders hingemacht? Ja. Dann mach mal dein Portal auf und dann gehen wir durch meins. Oh, Scheiße, ich hab auch ein neues gemacht. Ach Gott, warum musst du immer sterben? Also ich hab noch kein neues Portal gemacht. Wo ist denn das alte? Irgendwo hier drin. Ja, dann gehen wir durch meins, warte. Also gehen wir durch meins und deins. Das müsste ja dann näher dran sein. Ach, wir gehen gerade zurück. Ich kann nicht durch dein Portal, wenn du drin bist, danke. Ja, okay, das ist mal näher dran. Wie viel? 2 Blöcke? Über die Brücke rüber. Okay. So. Ich bin jetzt vor den Portalen Ebene 3. Der Boden besteht übrigens nur aus Totenköpfen, falls das noch nicht aufgefallen ist. Hier, also. Ja, hier. Alles voller Totenköpfe. Ich dachte eigentlich, das ist ein Pflasterstein, aber ich habe mal ein bisschen rangezoomt. Überall Totenköpfe. Ja. Alle nur 2D. Leider. Aha. Na, na, na. Gibt's denn hier noch? Die haben doch schon alles getötet. Ausgang? Also, wir haben doch jetzt. Ich erwarte, dass man, jetzt noch, dass man hier eine Quest bekommt, dass man hier unten reingehen muss und alles töten, aber. Scheint ja nicht. Freddy! Ja, was? Please, wow! Tank schon das andere Zeug, kann ich alles tanken, Gott. Nein, aber du musst nicht durchlaufen, wenn hinter dir was spawnt. Ich komm hier so rein, oh, ganz viele Gegner, oh, Freddy, oh, ganz weit weg. Ja, ich bin halt direkt durchgelaufen, ich hab alles kaputt mit. Nichts ist mitgekommen. Willst du mal Schaden machen? Ja, ist gar nicht so einfach. Nicht so einfach, ja, die rechte Maustaste zu drücken ist echt schwer. Rechte Maustaste, okay, ich drück jetzt mal rechte Maustaste. Ach nee, warte, ja. Das ist linke Maustaste. Warte, rechts? Wo ist rechts? Das war rechte Maustaste. Ja, ich weiß. Ich habe auf meiner rechten Maustaste mein Skill, der Schaden macht, also. Ja, ich auch, wenn ich meine Waffen anmache. Hier, meine Schwerter. Danke, die Food Ration hätte ich nicht gebraucht. Gott. Gott! Nein, nicht schon wieder! Hallo? Haben wir vielleicht eine Quest, dass wir dieses Ding abschließen? Oh mein Gott! Schön, dass wir in zwei verschiedene Richtungen laufen. Ah, das ist wieder so ein Level. Oh Gott, der ist Level 34, ja! Je ne parle pas français, voulez-vous coucher avec moi? Er hat mich hier gecaged. Ich bin tot. Wenn ich gegen 80 Geister kämpfe, kann ich auch nichts machen. Ja, ich kann da nicht zurücklaufen. Machst du ein Portal? Moment, ich bin hier gerade so ein bisschen. Ist. Immer lieber daran nicht, dass du. Oh, das ist doof. Wir können nicht mehr zurück, wir müssen den Gegner jetzt töten. Wieso? Weil hier so ein paar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du ein Portal? Ja. Oh, danke. Ja, tut mir leid, dass ich nichts anderes machen kann. Auf der anderen Seite ist das Garantula-Teil. Das wird dich auch direkt töten. Das spawnt auch die ganze Zeit neue. Ich weiß, ich wollte eigentlich da zurückgehen, aber. Okay, pass auf, du tankst sie, ich schieß einfach auf das Vieh. Das wird zwar ewig dauern. Man kann sich einfach mir vorbeilaufen. Zum Glück kann das Teil hier rein. Das kann übrigens mein Leben absaugen. Ist gleich tot. Jetzt. Gott, ey, endlich. Alter, mal gut mal, dass ich so viel Schaden mache, Alter. Dass ich so nicht tanken kann. Bei den Geistern muss ich wirklich mit der Klinge drauf kloppen, sonst bringt das gar nichts, ey. Das ist ein komisches Öl, das gibt bestimmt auch so Spektralschaden oder so. Boah, ich bin gerade fast gestorben an dem Effekt. Oh, das ist grünes. So. 2 grüne Sachen. Oh, der Boss hier. Hallo? Kannst du helfen? Bitte? Okay, der macht extrem Schaden. Jetzt
brauchst du mir nicht sagen, ich habe 1300 Leben. Wie macht man da auf 1300 Leben Schaden? Au. Und ich mach dem. Oh mein Gott! Und ich mach dem gar nicht mehr so viel Schaden. Oh, ich bin tot. Ich mach mal das Portal. Obwohl das Portal da ist eigentlich ganz gut, oder? Ja. Kannst du einfach so hinlaufen. Falls ihr euch fragt, was ich esse, ich esse nebenbei Nudeln mit Rührei. Ich umrunde den mal einmal kurz, ne? Kann ich den von hier oben eigentlich angreifen? Ja, kann ich. Oh Gott, das macht extrem Schaden hier alles. In seinem Best of war auch so eine Szene. Da hat er eine FAQ gemacht und da hatten die Leute halt gefragt, wann hast du mit YouTube angefangen und was war der Grund dafür? Und dann sieht man nur so ihn in Slow-Mo und dann regnet das Geld. Das war auch super. So eine Ironie mag ich ja. Ich bin noch nicht fertig. Komm mit. Ja, klar. Freddy! Ja! Tank! Do things! Tank things! Mach ich schon. Ich bin tot. Oh Gott, oh, ich hab gerade mal eine Taste durchgedrückt, weil ich gerade meine 4 nicht wiedergefunden habe. Weshalb 4? Weil auf meiner 4 mein Heiltrank liegt. No. 1 ist Randaschen, auch 2 ist meine Schadensabsorption-Skill. Der hat mich immer noch gefokust! Wo ist er denn? Ja, bei mir! Oh, sag doch was. Hab ich doch! Verpiss dich! Aua! Ich glaub, er hat mich. Kannst du mal den Schützen da töten? Ich glaube, der tötet dich. Er hat mich. Ne, hat er nicht. Oh fuck! Irgendwie schießt er die ganze Zeit auf dich, aber nebenbei auch noch auf mich? Ja, der macht so einen Rundumangriff, also der schießt in alle Richtungen was. Boah, ne, das ist. Stimmt. Das geht nur auf mich! Der kann mehrere Leute gleichzeitig fokussen? Das ist ja assi. Ist er fast tot? Ja. Okay, ich hab ihn gerade getötet. Okay, boah, Gott sei Dank, ey. Reputation. Das ganze Gold nicht aufsammeln. Gott, war das scheiße. Ja, der war echt hart. Hoffentlich kommt noch mehr von dem. Ja, unbedingt. Hat Spaß gemacht. Hier ist so eine Kiste. Ansonsten ist hier nichts mehr. Gott, ich hab schon mehr Geister gespawnt. Hilfe. Ah. Ich kann das Gold hier nicht aufsammeln. Das sind Iron Bits. Ich kann die Iron Bits nicht aufsammeln. Ja, daran liegt das vielleicht. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Oh, mich nervt das richtig im Dunkeln, die ganzen Tasten zu finden. Gut leuchtet meine Tastatur. Hm? Gut leuchtet meine Tastatur. Ja. Ja, meine ja leider nicht. Ja. Oh Gott, ein Ausgang. Nee, hä? Hier war aber vorne eine Wand, oder? Wo sind wir? Ja. Nee, wir können hier auch gar nicht rein. Das war hier vorher auch schon offen, aber wir konnten hier vorher... Ne, hier war vorher eine Wand. Ne, da war vorher keine Wand. Stimmt, das habe ich schon gesehen. Lass mal da oben rausgehen, da wo wir herkommen, weil da haben wir noch ein bisschen was unerkundet. Wo wir noch haben? 5 Minuten, okay, dann können wir die Quest noch abgeben, wie wir hier haben. Wir haben echt noch relativ lange. Ja, ich weiß. Wir haben es echt geschafft, in 3 Parts die scheiß Dingens hier abzuschließen. Wo gehen wir zu lang? Und raus. Oh, ich gehe zum Falschen. Okay. Ich weiß. Deshalb wusste ich auch, dass du mich fragst, wo ich wieder hingehe. Weil ich weiß, wo ich hingehe und du nicht. Nein, du hast gesagt nach oben und dann bin ich zu mir nach oben gegangen. Ja, okay. Machst du ein Portal, wenn du draußen bist? Draußen bin ich. Wo müssen wir eigentlich hin? Zu dem Typ mit dem Geist, der hier in der Nähe war. Portal ist offen. Oh, Kleingeld.
Zum Glück fällt aus einer kleinen Vase eine verschissene Riesenrüstung raus. Ja, ist gut. Realismus. GG. Oh Gott. Bossmonster. Heldenmonster, es tut mir leid. Hier gab es übrigens auch noch so ein altes Buch. Oh Gott, ich liebe die ganzen Explosionen, die ich spawne. Ich habe vampirisches Eisenlangschwert übrigens. Zweihändig, ne? Ich guck mal kurz. Ne, einhändig, aber ist nicht wirklich gut. Die Schwerter bei Witcher sind ja leider auch alle zweihändig. Oh, Kleingeld. Kann ich aufsammeln. Oh, ich bin fast gestorben gerade. Zum Glück bin ich ein Gasmann, das ist okay dann. Zum Glück bist du irgendwie erst einmal gestorben oder so. Ich habe übrigens keine Heiltränke. Doch, habe ich da. Ich habe auch nur 46. Nur noch. Ich glaube, vom letzten Part oder von diesem Part oder so habe ich. Da hast du. Na, die Quest abgeben. Der Geistertyp ist weg. So, Olli Gosh Honormore. Ja, ich kann euch wieder hin. Splendid. My trust was not misplaced. Ja, speak to Kaledos at the stems of the torment in the Broken Hills and he will guide you. Very well. I have some questions. Gott, falls ihr es wissen wollt. Why do they do not bother you? I have another question. Ja? Und dann noch das hier. So. Okay, wir müssen um unsere Belohnung holen zu Kaledos auf den Steps der Torment. Ach, deshalb hatte wahrscheinlich auch der Typ jetzt die Quest und nicht mehr. Ja, also der Geist, der Quest ist nicht mehr der Typ. Wo ist denn das Zeug? Habe ich schon genommen, warte, ich geb's dir wieder. Drei Minuten haben wir noch. Sicher, dass wir es da nicht wegsprengen wollen, weil wir müssen. Ich glaube, wir schaffen es nicht bis zum nächsten Portal, oder? Nein, sonst können wir es ja im nächsten Portal wegsprengen, wenn wir schnell hin wollen. Du portest dich gerade hinter mir her, schlag mal einmal. Moment, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Ja, jetzt besser. Ich war gerade auf meinen G-Tasten drauf. Das Gute am Tank ist, du kannst mit einer Hand spielen und die andere kannst du einfach rumhängen lassen, weil du sowieso keinen Tasten brauchst meistens. Wollen wir wirklich wieder in das riesige Wespennest reingehen? Ja, wollen wir, ich weiß. Aber das ist nur keine Höhle mehr, oder? Ich sehe nichts. Ich renn erstmal einmal durch und pull alles, okay? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, durch werden die wieder ignorieren und mich angreifen. Ja. Sobald ich wieder welche angreife, ignorieren sie dich. Ich frage mich, ob das gewollt ist. Ich glaube. Lass die immer denjenigen mit dem. Aber so groß ist das Wespen, das geht gar nicht. Das geht eigentlich voll. Nö, wir sind ja fast durch. Ich bin einfach durchgelaufen, dann hat sich mein komischer Meteoritenhagel da gemacht, der jetzt auch gerade wieder da war. Und der hat dann gerade erstmal die Hälfte der Gegner getötet. Meteoritenhagel ist übrigens auch aus Sacred. Das ist kein Meteoritenhagel, halt diese komischen Teile, die an mich rumfliegen. Wie die, Ich hab auch richtig die Soundeffekte in Sacred geliebt, dieses. Was dann immer kam, wenn man die Meteoritenhagel gemacht hat, das war super. Hast du die angegriffen? Hm. Ich bin vorbeigelaufen und plötzlich haben sie mich angegriffen oder so. Hm. Ja, habe ich. Okay. Oh, guck mal, sie greifen wieder mich an, welch ein Wunder. Wir waren alle vorher tot, weil du dich so schnell töten kannst. Oh, guck mal, eine ganze Horde, hallo! Ich liebe dieses Spiel. Ich bin echt froh, dass meine Granate und mein Fire Strike, mein Fire Blast so viel Schaden machen, Alter. So. Das Gebiet hier sieht schön aus. Titan Quest. Oh, du bist unten lang. Ups. Ja, ne, wir gehen jetzt oben lang. Okay. Okay. Oh, guck mal, Tierchen. Hallo. Ich hab's nicht gestern. Dreckspiel AFK. Echt gerade viel Schaden, muss ich sagen. Aber ich probier's einfach.
Unser Part ist vorbei, aber Gegner. Nehmen wir noch einen auf? Ja. Was? Wer dabei? Wie spät ist es? 22 Uhr. Gleich, in 5 Minuten. Ich weiß nicht, noch ein Part aufnehmen ist doof. Ja, dann machen wir es nicht. Ich hoffe, wir müssen wieder richtig weit laufen. Nicht weit laufen ist es jetzt nicht, wir müssen einfach nur den Weg da lang und zwei Camps töten hier auf dem Weg. Gut, dass ich einfach immer mehr pulle. Ich bin, boah, fast gestorben. Ich muss kurz Gold einsammeln. Iron Bits einsammeln. Danke. Ja, die sind wichtig. Nein, danke, dass du Iron Bits gesagt hast. Ja, die waren auch wichtig. So. Das scheint noch relativ weit zu gehen. Na gut, okay, dann hören wir hier mal auf. Ja. Genau, in dieser Landzunge. Ja, nee, hier ist schon gut. Ja, ich glaube, da unten würden wir sowieso, also wir müssen einfach nur den Weg da lang gehen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Pott hat euch gefallen, Leute. Du hast übrigens keine Brust. Also du hast keinen Oberkörper gegen gehabt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Pott hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.